Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Um was es heute geht und was dieses heillose Chaos hier soll, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, Freunde, wir wollen heute über One-Touch-Magnethalter sprechen. Aber Julian, wir haben doch schon so oft über One-Touch-Magnethalter gesprochen. Warum denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe das ab und zu mal beiläufig in Videos erwähnt und habe sogar schon mal eine Folge Sammelkartencheck gemacht, wo die zu sehen waren. Das war allerdings keine Folge, in der es sich eben speziell um diese Magnethalter gedreht hat, sondern eine Folge, wo ich eben allgemein über Möglichkeiten gesprochen habe, seine Karten zu verwahren. Und jetzt erreichen mich seit dem Gastvideo bei Random Brain viele Kommentare. Wie heißen die Dinger, wo kriegt man sie, wie viel kosten sie, sind die besser als Toploader, passen da Yu-Gi-Oh! Karten gut rein und so weiter und so fort. Und das möchte ich jetzt hier in diesem Video klären, das ist auch relativ spontan entstanden. Ich war hier gerade am Sortieren und dort erreichte mich dann wieder so ein Kommentar. Da habe ich gesagt, so, jetzt reicht, jetzt mache ich einfach mal spontan ein Video, wird ja nicht lange gehen, vielleicht 10 Minuten oder so. Und da wollen wir mal kurz über ein paar Sachen reden. Also One-Touch-Magnethalter, was ist das? Das hier sind One-Touch-Magnethalter und die funktionieren folgendermaßen. Man hat zwei Teile, die Rückseite und die Frontseite. Und die kann man hier oben öffnen, so, und die Front- bzw. Coverseite, wie ich sie nenne, hat hier in der Mitte eine Vertiefung, dort kann man die Karte dann eben reinlegen und den Deckel, da hat man hier unten so zwei Nasen raus, den hakt man dann hier oben ein und lässt das Ganze einfach nach vorne schnappen und das Ding ist safe. Und das hält auch relativ gut. Was man nicht machen sollte, ist das Ding ins Wasser schmeißen, denn wasserdicht ist es eben nicht, ist keine PSA-Karte. Und man sollte es vielleicht auch nicht allzu rudimentär behandeln, also nicht durch die Gegend schmeißen oder so, weil sonst geht das natürlich wieder auf und die Karte fällt raus. Also wenn man es normal, wie ein normal denkender Mensch behandelt, dann passiert da nichts, dann sind eure Karten dort für immer und ewig safe in diesem Teil. Nehmen wir einfach mal an, ihr setzt euch auf das Ding. Passiert nichts. Setzt euch auf den Toploader, ist der Toploader verbogen und die Karte darin auch. So, das ist schon mal der erste Punkt. Von der Verarbeitung her auch hervorragend. Einzig negativer Punkt ist die Gussnaht hier und auch jeweils eine Gussnaht an den Nasenenden der Rückseite. Die ist standardmäßig so, also das hast du bei allen, ja. Ansonsten ist das Ganze hervorragend verarbeitet und die Dinger gibt es auch noch als Black Border, das heißt, der hier matte Rand ist da schwarz. Allerdings traue ich den Dinger nicht, weil ich der Meinung bin, dass die höchstwahrscheinlich sowieso irgendwann aus dem Sortiment gehen werden. Die sind auch meistens bis zuletzt verfügbar, bis die mal ausverkauft sind. Die positiven Aspekte der One-Touch-Magnethalter sind gleichzeitig die negativen Aspekte der Toploader, denn ein Toploader verkratzt extrem leicht, da es einfach ein billiger Kunststoff ist und er ist extrem elektrostatisch aufgeladen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Haare in eurem Zimmer habt, ja, ihr habt eine Katze so wie ich oder ein sehr staubiges Gebäude, so wie bei mir auch, also Hausstaub ist bei mir eine sehr schlimme Sache, ich muss hier mindestens zweimal die Woche saugen, so, dann saugt dieser Toploader, saugt diese Haare und diesen Staub auf wie ein Schwamm. Dazu kommt, dass eure Haut natürlich immer ein bisschen fettet und selbst wenn ihr euch vor jedem Mal anfassend die Hände wascht, so wie ich, artet es irgendwann derart aus, dass dieser Toploader versifft wirkt. Er sieht einfach aus, als käme er aus einem äußerst unhygienischen Haushalt, als hätte man direkt, nachdem man Chips gefressen hat, diese Toploader in die Hand genommen, ja, und am besten noch ein bisschen auf der Katze gerieben. So sieht das irgendwann aus. Und das ist widerlich und das sieht einfach siffig und unschön aus und das macht halt auch das Erlebnis zunichte, das man zum Beispiel hat, wenn man so einen schönen Festungswal hier dann angucken möchte. Das haben diese One-Touch-Magnethalter nicht. Den einzigen Punkt, den die haben, ist, sie zerkratzen halt auch, allerdings nicht so stark wie die Toploader. Und es dauert auch wesentlich länger, bis da mal erste kleine Kratzer auftreten. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn ihr die auch in diesen Boxen hier, wie ich, sortiert und euch fällt so eine Box runter, dass sie da eine Schramme drin haben. Ist mir schon passiert bei einem Ghost Rare Regenbogendrachen, da hatte dann der Toploader auf der Rückseite so einen richtig schönen Schramm drin, habe ich austauschen müssen. Klar, sieht auch nicht mehr schön aus, auch wenn es auf der Rückseite ist. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Kosten. Also die Kosten recht unterschiedlich. Am günstigsten sind sie aktuell bei Gateway Games. Da zahlt ihr für eine ungefähr 2 Euro, 1,99 um genau zu sein. Ihr könnt allerdings auch bei Lotti Cards einkaufen gehen. Da zahlt ihr für eine, glaube ich, 4 Euro, also 3,99. Außer ihr kauft 10 Stück, dann zahlt ihr 2,50 das Stück. Das ist dann so eine Art Mengenrabatt sozusagen.
Das Problem bei den Dingern ist auch, dass sie extrem oft ausverkauft sind. Und das sind sie dann ziemlich lange. Also die sind jetzt erst wieder vorrätig und ich musste quasi ein halbes Jahr darauf warten. Wenn die mal ausverkauft sind, bis die werden sofort nachgeordert, aber bis die mal geliefert werden, das dauert eine halbe Ewigkeit oder wirklich eine halbe Ewigkeit. Ich habe schriftlich angefragt bei Gate to the Games und bei Lottie Cards und die haben auch gesagt, ja, die haben da bestellt und sie wissen jetzt aber auch nicht, wann es kommt. Und Lottie Cards hatte es dann wieder vorrätig, während Gate to the Games noch vollkommen ausverkauft war, deswegen musste ich dann die teureren für 2,50 das Stück nehmen und ist halt unschön für den Preis. Ich meine, es ist wirklich unschön, ne? Wenn man weiß, dass es eigentlich günstiger ginge. Jetzt hat Gate to the Games diese Dinge auch wieder. Und damit wäre auch die Frage beantwortet, wo man die herbekommt. Gate to the Games, Lottie Cards findet ihr auch noch in anderen Shops, aber das sind so die beiden renommiertesten meiner Meinung nach. Und speziell Lottie Cards ist halt wirklich extrem schnell im Versand. Also wenn ihr vor 14 Uhr bestellt, habt ihr die garantiert am nächsten Tag. Das ist richtig, richtig abnormal. Die haben noch nie länger gebraucht. Genau, dann gibt es die natürlich in unterschiedlichen Größen. Und für Yu-Gi-Oh! Karten eignet sich natürlich nicht jede Größe. Die Größe, die zeichnet sich übrigens durch die Tiefe aus, nicht durch die Breite oder so. Also nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt welche kaufen, wo ihr eine XXL Yu-Gi-Oh! Karte reinklatschen könnt. Das nicht, sondern es ist eben die Tiefe. Also je größer die PT sind, in PT wird es gemessen, desto größer ist diese Vertiefung, wo ihr die Karte eben einlegen könnt. Und wenn diese Vertiefung zu groß wird, fängt die Karte anderen rum zu klackern und rum zu wackeln. Und das ist natürlich auch nicht schön. Am besten ist 35 PT, das ist tatsächlich auch die kleinste Variante, also die kleinste Größe, die es gibt. Man kann auch 55 nehmen, merkt man auch gar keinen Unterschied zwischen 35 und 55. 75 geht zur Not auch noch, da wackelt es halt ein klein wenig zwischendrin. Aber alles, was größer ist, ist halt wirklich nicht zu empfehlen. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich hau natürlich auch Commons in diese Dinger rein, was mich zum nächsten Punkt bringt, nämlich die, ob sich das überhaupt lohnt. Bei mir ist es ja so, ich möchte meine Karten im Zuge der Ausstellung auch entsprechend präsentieren. Und das gilt natürlich auch für die Commons, um das Ganze halt eben einheitlich zu haben. Sollte ich mich jetzt wiederholen, tut es mir leid, es ist spät nachts. Und dementsprechend habe ich natürlich auch für meine Commons solche Magnethalter. Man sieht zum Beispiel hier, da haben wir jetzt einen für den Aussperrvorhang. Und das ist natürlich, Kosten-Nutzen ist da ein bisschen gering, weil so eine Karte kostet 2 Cent, der Magnethalter 2 Euro. Also haben wir ein Vielfaches des Wertes, den man da eigentlich drin verwahrt. Für euch, schätze ich mal, wird das Ganze hier erst relevant werden, wenn ihr zum Beispiel sowas hier versucht zu verwahren. Zum Beispiel hier einer von denen kostet 250, hier mit den ganzen Festungswahlen das gleiche. Hier Quagga Herkules kostet einer auch 25 Euro, Weißes Loch ist jetzt ein bisschen günstiger, glaube ich. Aber da lohnt sich das dann natürlich, klar. Oder für sowas wird es sich wahrscheinlich auch nicht wirklich lohnen. Die kostet jetzt hier 4 Euro, die Karte. Okay, möglicherweise, wenn man es bei Gate to the Games kauft, dann kann man es schon reinklatschen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also im Prinzip lohnt es sich nur bei wirklich teureren Karten. Ich bin da jetzt ein Ausnahmefall und möchte da auch gar nicht als Messlatte oder Vergleichswert genommen werden, denn das machen die Leute manchmal relativ gerne und das mag ich nicht. Genau, abgesehen davon gibt es die Halter in von zwei verschiedenen Herstellern. Da haben wir hier einmal, da wo zum Beispiel der Niederbaum drin ist, von BCW und einmal von Ultra Pro. Die Dinger sind, ich sag mal, zu 99% baugleich. Einziger Unterschied ist die Tatsache, dass die Ecke hier drin, seht ihr das, die ist abgeschrägt und die Ecke hier drin ist spitz. Und eben der Schriftzug unten, hier steht BCW, da steht Ultra Pro. Ansonsten sind diese Dinger absolut baugleich, das gilt im Übrigen auch für die Gussnähte unten. Und sie kosten auch gleich. Es ist also vollkommen wurscht, von welcher Firma ihr die Dinger kauft. So, ich hoffe, ich habe euch etwas weiterhelfen können. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch und beantworte diese Fragen dann dementsprechend auch. Und ja, wie bereits gesagt, wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.